So many years, do you still love me? As long as I didn't take a stand. It's a crazy band. You better hold on tight. And if it's too warm, I'll tie you down. It's too short, too long. It's like a beautiful song. And then one day, we all will die. Just exist. It's a crazy man. You better hold on tight. It lifts you up and ties you down. It's too short, too long. It's like a beautiful song. And then one day we all will die. Ja, wunderschönen guten Abend miteinander. Zu Hause vor den YouTube-Smartphones. Wir sind Birds of a Feather. Und wir haben das riesengroße Glück, dass wir auf unserer Tour durch Deutschland hier in Norderstedt im Music Star Halt machen dürfen, in diesem wunderschönen Club. In diesem legendär schönen Club. Wenn ihr noch nie hier wart, dann müsst ihr unbedingt mal hier vorbeikommen. Die Stimmung ist... Das Ambiente ist wunderbar. Und die Jungs hier. Ja, wir fühlen uns pudelwohl. Und ja, wir heißen Birds of a Feather, Amy und Ryan. Und wir werden oft gefragt, was heißt Birds of a Feather? Und Birds of a Feather ist ein Sprichwort aus dem Englischen und heißt so viel wie aus demselben Holz geschnitzt. Und das passt zu uns beiden. Ja, wir lieben es, zusammen Musik zu machen, zusammen unterwegs zu sein. Und wir haben einen Song geschrieben, der unsere Geschichte erzählt, wie wir uns getroffen haben und was das in uns ausgelöst hat. Und der Song, der heißt Birds of a Feather.
So we're standing here at the cliffs of our fears. We'll need some help. How long we've left behind the scum of mankind. And now we know you gotta learn. You've opened my eyes. We've met in different lives. We're one of a kind. Our wings are getting strong. They know where they belong. Our time is gone. The sun is shining.
Dass ihr alle da seid und alle zuseht. Vielen herzlichen Dank dafür. Ja, wir zwei, es gibt etwas in unserem Leben, das hat sich jetzt wirklich durchgezogen und es ist etwas, das wirklich sehr, sehr hilft und das ist Veränderung. Und ich glaube, diese ganze Zeit war für alle ein bisschen schwierig, aber wir alle mussten uns auf die ein oder andere Art verändern und das ist grundsätzlich nichts Schlechtes. Und es ist wichtig, dass man immer wieder einen neuen Horizont sucht. Und genau darum geht es in dem Song, den wir geschrieben haben. Und er heißt Horizon. I changed my name to breathe again, to start a life that's mine. No, I won't turn my bridges burn, left off. Horizon. Ooh.
Dankeschön. Ja, wir versuchen immer, Orte zu finden, wo es viele Leute hat. Wenn man Musiker ist, versucht man, ja, möglichst viele Menschen an Sammlungen zu finden. Und wir haben ja zum Beispiel schon in vielen Gymnasien gespielt in Deutschland. Wir haben E-Mails verschickt an alle Rektorate und haben, sind erstaunt gewesen. Nicht an alle. An viele. Das sehr viele. Und wir sind erstaunt gewesen, ja, in wie vielen Gymnasien wir schlussendlich gespielt haben. Und nach dieser kleinen Gymnasiumtour haben wir uns überlegt, ja, wo gibt es sonst noch Menschenansammlungen? Und wir sind auf die Bahnhöfe gekommen. Und beim Bahnhof ist einfach das Problem, wenn man dort spielt, geht es 5 Minuten, dann kommt das Ordnungsamt und man ist schon wieder weg. Also haben wir gedacht, wie kann man das umgehen? Und wir haben auch dort eine E-Mail geschrieben an alle Chefs der Deutschen Bahn von den verschiedenen Bundesländern. Und wir haben gedacht, die antworten ja eh nicht und sind wirklich erstaunt gewesen, als ja, der Chef von Baden-Württemberg uns geschrieben hat, er findet es eine super coole Idee. Und er hat gesagt, er würde sogar uns Bühnen hinstellen. Und so haben wir uns wiedergefunden auf großen Bühnen in den größten deutschen Bahnhöfen der Deutschen Bahn von Baden-Württemberg. Und die Pendlerinnen und Pendler konnten dort nicht mehr durch. Also wir haben ihnen den Weg versperrt. Sie mussten wohl oder übel unser Konzert über sich ergehen lassen. Und da haben sich wirklich coole Freundschaften entwickelt aus dieser Zeit. Und da wurde sogar das Radio SWR1 aufmerksam auf diese Aktion. Und wir durften da in Stuttgart eines Abends dann nach dem Konzert ins Studio gehen. Wir durften ja, ein Interview geben, Songs spielen. Und als wir dann nach Hause gefahren sind an diesem Tag, haben wir uns wirklich gefühlt wie im siebten Himmel. Könnt ihr euch vorstellen. Wir haben das Radio eingeschaltet und haben gedacht, ja, vielleicht hören wir uns ja selbst. Haben wir auch, aber später. Ja, später kamen wir dann, aber in diesem Moment kam eben ein Song, den haben wir bis dahin nicht gekannt. Und er hat sich irgendwie in unser musikalisches Gehirn eingebrannt mit dieser coolen Stimmung. Und der Song ist von Common Linnets und der heißt Calm After the Storm. Und den spielen wir jetzt immer wieder und erinnern uns sehr, sehr gerne an diesen wunderschönen Moment zurück. Thank you.
Ihr merkt, wir beide, wir sind sehr gern und sehr viel unterwegs miteinander. Und wir haben wirklich die letzten Jahre... Übrigens sind wir das kommende Wochenende in Hamburg. Vielleicht habt ihr Lust, stimmt, ja, genau, vorbeizukommen. Würde uns sehr freuen. Stimmt das auch mit dem neuen Datum? In der Fischhalle Harburg, glaube ich, heißt stimmt, das. Stimmt, okay, alles klar, super. Geht auf unsere Webseite, yeah, birdsofafeathermusic.com. Und ja, dann können wir uns live sehen. Das wird uns mega, mega freuen. Wäre mega schön. Und ja, folgt auch all unseren Kanälen. Wir heißen Birds of a Feather. Wir sind auf Instagram, YouTube. Überall findet man uns. Und ja, wir würden uns sehr, sehr freuen, euch mal in live zu treffen. Yeah. Auf jeden Fall, wäre wunderschön. Und ja, waren die letzten Jahre wirklich unterwegs. Wir haben gespielt, wo wir nur konnten. Wir waren in Italien, in Österreich, in Dänemark, in Holland, in Deutschland ganz, ganz oft. Und wir haben so viele wunderliebe Menschen kennengelernt, so wie heute hier. Und ja, es gibt allerdings ein Land, das uns vor vielen Jahren schon ans Herz gewachsen ist, und das ist Irland. Und ich glaube, jeder, der gern Musik mag, der sollte mal nach Irland gehen. Es ist wunderschön. Und wir haben dort auch unseren Produzenten gefunden, den Ger McDonnell. Und das ist, ja, wir wünschten, wir könnten ihn beschreiben, was ist wirklich ein Herzensmensch. Und wir nehmen unsere Songs immer in einem ganz speziellen Studio auf. Ja, und das Studio ist in Swords, Dublin. Und ja, leider hat es dieses Jahr nicht geklappt. Wir haben wieder einen neuen Tonträger am Start, und ja, der wurde ganz auf eine spezielle Art und Weise aufgenommen. Und Tonträger, genau. Das ist nicht der neue, den ihr jetzt vielleicht seht. Das ist der zweitneueste. Es wird am 20. August kommt der erste Song unserer neuen Platte heraus. Und die haben wir online aufgenommen. Wirklich, wir haben in unserem Studio aufgenommen. Der Joe war bei sich in unserem altbekannten Studio in Swords, hat alles abgemischt, alles wieder quasi die Verzögerung, die Zeitverzögerung angepasst. Und das ist wirklich ein mega, mega schönes Album draus geworden, finden wir. Und ja, immer wenn wir ein bisschen uns das Heimweh packt nach Irland, dann spielen wir diesen Song hier. Und er heißt Go Away Girl. Und ihr dürft gerne zu Hause mitsingen. Der Text geht: Hey, hey, hey. Keine Ausrede. We were halfway there when the rain came down on the day, yeah, yeah, yeah.
town on a fine soft day I and asked you fans what's up about it too. Because her hair was black and her eyes were blue, so I took her hand and I gave her a twirl. And I lost my heart to a Galway girl. Ja, liebe Leute, jetzt ist es Zeit, die Klatsch-Emojis hervorzunehmen. Yeah. Wir werden das überprüfen. Und wir stellen es uns vor. Wir stellen es uns vor. Und nochmal ganz laut, hey, 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 zu Hause in der Küche. Now when I woke up, I was all alone. Take it home and ask you fans what's up about it too. Cause her hair was black and her eyes were blue. Yes, she traveled around. I've been all over this world. Boys, I ain't never seen nothing like a Galway girl. Mitklatschen und mitsingen, ihr lieben Leute zu Hause. Oh. Ich sage euch, wir hatten so einen mega coolen Abend hier. Auch wenn ein bisschen alles schief lief, aber es war so cool. Oh. Ihr Lieben, also. Ich glaube, was man zu uns sagen könnte, ist, seit dem ersten Ton, den wir zusammen gespielt haben, das war wie Magie. Also es war wirklich wunderschön. Wir konnten beide gar nicht glauben, dass es sowas gibt. Das war wie eine unglaublich schöne Verbindung zueinander, die wir gleich gespürt haben. Und es ging dann allerdings noch ein paar Jahre, bis eine andere Verbindung auch aufgebaut wurde. Welche? Ja, da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Aber... ja, Musik ist wirklich unser Herzblut, unser Leben und wir kommunizieren auch miteinander über Musik. Und immer wenn zum Beispiel Momente entstehen, wo es ein bisschen schwieriger ist, dann helfen wir einander. Dann sieht er mich manchmal an und sagt, weißt du was, hör auf mit diesen Gedanken, weil du bist Musik. Und das finde ich so wunderschön, das hat mich so berührt. Dann haben wir gesagt, wir müssen einen Song darüber schreiben. Haben wir auch gemacht. Und dieser Song, der heißt You Are Music. Thank you.
strikes a chord deep within. Your heart beating mine, share rhythm and the rhyme. Whatever the key, we the summer's out of reach. Empty lake, empty streets. The sun goes down alone. I'm driving by your house, though I know you're not home. I can see you, your brown skin shining in the sun. I see you walking real slow with the sunglasses on. I can't tell you my love for you will still be strong after the bars of summer have gone. I'll never forget those nights. I wonder if it was a dream. Remember how you made me crazy.
Ja, den nächsten Song, den haben wir wieder selbst geschrieben. Und ja, in der heutigen Zeit, da muss man bei jedem Song ein entsprechendes Video dazu kreieren, sonst wird der Song gar nicht so richtig wahrgenommen. Das heißt also gesagt, getan, wir haben vor ein paar Jahren, es war damals Winter, wir sind ja übrigens aus der Schweiz. Und dann war es, ich denke, man hört schneebedeckt. Ja, und damals war es so geplant, dass dieser Song im Sommer rauskommen würde. Und ja, wir waren vor dem Dilemma, wie sollen wir jetzt dieses Video aufnehmen, weil es war der Schnee und irgendwie wollen die Leute ja im Sommer kein Schneevideo sehen. Würde nicht so passen. Deshalb haben wir ein bisschen gegoogelt und herausgefunden, dass auf der Insel Teneriffa, dass es dort ganz viele so Filmemacher gibt, die sind irgendwie... einfach dort, um Musiker oder einfach Künstler, die einen Film aufnehmen wollen, Musikvideos, die einfach kontaktieren können. Und dann ist es so wie ein All-Inclusive-Programm quasi. Und wir haben uns so vorgestellt, wir werden da so am Meer sein, mit Lagerfeuer und so weiter, wirklich so Sommerfeeling. Und ja, als wir dort angekommen sind und den Andy aus England getroffen haben, hat er gesagt, ja, ich habe mir den Song angehört und wir fahren jetzt zusammen ins Gebirge hoch. Und wir so, was? Nein, wir haben Höhenangst, also insbesondere die Amy. Sehr, ja. Er hat gesagt, nein, dort oben hat es einen Felsen, der ist 200 Meter hoch und das Video passt super dazu, also der Song.
Und so haben wir gelernt, dass es in Teneriffa verschiedene Klimazonen gibt. Gebirge und Wüste und Meer. Und ja, plötzlich wir beide am Fuße dieses Felsens. Hinten hat es so einen kleinen Fußweg hoch gehabt. Und ja, er wollte, dass wir dort hochklettern mit den Instrumenten und dort mit einer wunderbaren Aussicht einen Song performen würden. Und er wollte dann mit einer Drohne oben drüber fliegen. Und ich weiß auch nicht wie, irgendwie haben wir es geschafft, dort auf diesem Felsen uns oben zu installieren. Und wir haben fast in die Hose gemacht. Und wir haben so einfach performt, wie es das Lockerste auf der Welt wäre. Und plötzlich kam von hinten ein Jogger hochgerannt. Und der hatte keine Höhenangst. Offensichtlich, er ist an die Kante vorne gestanden, hat die Aussicht genossen. Und wir haben gedacht, Mann, jetzt geht es noch viel länger, geh weg. Und er wollte nicht weggehen, also musste ich vorne an die Kante und ihm sagen, hey, wir machen ein Musikvideo. Und könntest du nicht kurz schnell verstecken? Und er sagt, kein Problem, ich verstecke mich in den nächsten Felsen. Und er hat nicht bedacht, dass die Drohne von oben ja alles sieht. Und dieser gute Sportler hat sich jetzt auf unserem Video verewigt. Und es sieht wirklich aus, wie er sein Geschäft verrichten würde hinter dem Felsen. Und liebe Leute, ihr findet diesen Song auf unserem YouTube-Kanal. Er heißt Rise Up. Und bitte sucht jetzt nicht nur den Jogger, sondern denkt auch an uns. Wir beide haben Blut geschwitzt dort oben. Und wie, ja. Und ja, in dem Song geht es auch ein bisschen um ja, die Grenzen ausloten. So, life begins at the end of your comfort zone. Das passt irgendwie zu diesem Song. Und ja, in diesem Moment sind wir wirklich ein bisschen aus unserer Komfortzone rausgetreten. Shooting every tree, you plant your seed, a legacy that's rotten to the core. You break the ones you love the most, not knowing you could be true.
das war schön. Ah, wir hoffen, ihr genießt es zu Hause. Ja, und vergesst nicht, auch den Kanal vom Music Star zu abonnieren. Ja, unbedingt. Haut macht die Tast, das, Leute. Macht das. Und kommt hier mal vorbei. Es ist wirklich eine wunderschöne Location. Wir nehmen jetzt mal an, wenn ihr dieses Video schaut, dann seid ihr schon mal hier gewesen. Dann seid ihr eh schon hier gewesen. Kommt wieder vorbei, wenn es wieder geöffnet wird. Das ist ganz, ganz schön hier. Wir genießen jede Sekunde, wirklich. Also wir sind wirklich vorher hier reingekommen und wir haben gesagt, hey, es gibt es gar nicht. Man merkt richtig, wie viel Musik das hier schon gemacht wurde. Und es ist so eine coole Stimmung hier drin. Also wunderschön. Und ja, wir spielen euch einen Song von einem Künstler, den wir so sehr lieben, und das ist Bruce Springsteen. Und Bruce Springsteen, und Bruce Springsteen, der hat einen Song geschrieben, der heißt Blood Brothers. Und da geht es eigentlich darum, dass wir als Kinder und als Jugendliche haben wir ganz, ganz klare Vorstellungen von Freundschaft und wir haben ganz viele Wünsche und Träume und Visionen. Und irgendwann, es ist oft so im Verlauf des Lebens, dass diese Träume und diese Wünsche und diese Werte irgendwie verloren gehen. Und wir beide, wir sagen halt immer zueinander, wir machen das nicht. Wir stehen ein für unsere Freundschaft und wir stehen ein für unsere Träume und wir arbeiten daran so hart wir können. Und immer wenn, ja, wenn es wieder ein bisschen schwierig wird, dann hören wir diesen Song. Und deshalb möchten wir gerne mit euch teilen, Blood Brothers von Bruce. We play king and moon out on the end. The world controls another hill. We win and know there's so much of time when we fade away. We are on road to chances we gotta take. We stood side by side, each one fighting for the other. We'll sit until we die, but always be blood brothers. Not in the stuff is worth. Slowly grind your dreams away, making a fool's joke out of the promises we made. I won't want to see black and white, turns to so many shades of gray. We lose our sense of much to do, work to do and bills to pay. And it's a right by, and there ain't much cover, no one running by your side, my blood brother. I don't even know.
stars are burning bright, like some mystery uncovered. I can move through the dark within my heart, my blood brother. Wie ihr bestimmt merkt, wir zwei machen uns immer viel Gedanken. Wenn man viel unterwegs ist und wir reden gern miteinander, dann philosophiert man über die Welt und über die Menschen. Und ja, es gibt auch jeden Tag Dinge zu sehen, die einem beschäftigen. Es ist nicht ganz einfach. Die Menschen sind sehr oft unglücklich und man sieht es ihnen an. Und wir haben uns auch da in diese Richtung immer viele Gedanken gemacht. Und wir denken, dass in jedem von uns ganz, ganz viele Talente schlummern und ganz, ganz großes Potenzial. Und wenn jeder Mensch diese Talente suchen würde in sich drin und sie fördern würde und ausleben würde, jeden Tag, dann wäre eigentlich die Welt ein viel, viel schönerer Ort und es wären viel weniger Probleme, die wir alle hätten. Und wir haben mal einen Song darüber geschrieben und dieser Song, der heißt Light Up. Step.
feel the mess of fear. As the world is gathering there for me and you. Then let's see. I light up my mind. I won't let them take away the sun. So süß. Ihr solltet sie mal sehen. Dankeschön. Oh. Ja, den nächsten Song haben wir leider nicht selbst geschrieben, aber der kommt auch irgendwie aus Irland. Und zwar auch aus Dublin eigentlich. Yeah. Von einer Band, die heißt U2. Und da kommen wir immer diesen Moment in den Sinn, als wir eben bei dieser Bahnhofstour gespielt haben in Karlsruhe. Da haben wir es dazu gebracht, dass wirklich die ganze Bahnhofshalle diesen Song mitgesungen hat. Und ich stelle uns jetzt einmal vor, dass ihr alle zu Hause mitsingt, wenn ihr den Song kennt. Der Song heißt Still Haven't Found What I'm Looking For. I have spoken when I sang of an angel. I have sung.
Danke fürs Mitsingen, liebe Leute. Und ja, wir sind an diesem Moment angelangt, wo es darum geht, ein riesengroßes Dankeschön auszusprechen dem Wolfgang und seiner ganzen Crew. Ein riesen Dankeschön, dass wir hier spielen Dank durften. Danke euch von Herzen. Und ein Applaus von uns. Yes, wir dürfen. Yeah. Vielen Dank, Sam. Kommt unbedingt mal hier vorbei, es ist wunderschön. Und vergesst nicht, alle Kanäle zu abonnieren. Und wir haben auch Tonträger, die man findet auf unserer Webseite birdsofafeathermusic.com. Und wir sind das ganze Jahr jetzt unterwegs. Es kommen immer wieder neue Konzerte rein, jeden Tag fast. Und es lohnt sich wirklich, auf unsere Webseite zu gehen und dort bei Live ab und zu mal hinzuschauen. Es kommen wirklich immer neue Gigs dazu. Und wir würden uns riesig freuen, euch mal Auge in Auge zu sehen und für euch zu spielen. Das würde uns mega freuen. So richtig. Ja, wir heißen Birds of a Feather, Amy und Ryan. Und wir sagen Dankeschön mit dem letzten Song, der heißt Change of Heart. Vielen herzlichen Dank. Thank you.
yourself. Always be losing someone else. Since I met you down the road, I've had a change of heart, change of mind, change of soul. Hier die wundervoll, die ihr nicht sieht und hört und die nicht hier sein dürfen. Nee, keine Ahnung, wie sein. Doch, ihr dürft doch hier sein. Muss ja jemand filmen, genau. Also sie möchten gern eine Zugabe. Und, also gerne. Sehr gern. Moment, ich muss mal schauen. Dann machen wir noch einen Love-Song. Ja! Damit ihr ein bisschen schmelzen könnt. Moment mal. Am 9. Punkt bin ich dran. Moment. Und zwar ist dieser Song, den wir machen, von einer Band, die heißt Snow Patrol, und der Song heißt Chasing Cars. Und ja, wir haben vor ein paar Monaten haben wir verschiedene Akustik-Covers, oder die letzten Monate, muss ich so sagen, haben wir verschiedene so Akustik-Covers gemacht von Songs, die wir gerne mögen. Und dieser Song, der gehört definitiv dazu. Findet man alle unsere Versionen auf unserem YouTube-Kanal. Könnt ihr euch mal durchklicken. Der heißt die Akustik-Covers-Session. Und da könnt ihr auch diesen Song hier finden. Wir finden den wirklich mega, mega schön. Wunderschönes Liebeslied, und er heißt Chasing Cars. Aber ich muss überlegen, was machen wir noch? Hm? Leider.
Vielen lieben Dank.